Die Menschen schauen voller Erwartung darauf, wie schnell kommt der Impfstoff. Und ich bin natürlich als Ministerpräsidentin wahnsinnig stolz darauf, dass BioNTech das Unternehmen ist, was die Zulassung beantragt hat als erstes Unternehmen. Und dass dieser Standort hier in Rheinland-Pfalz ist, in der Stadt Mainz. Und ich freue mich sehr, dass heute der Vizekanzler zusammen hier mit Herrn Sahim zum Gespräch war und wir uns erkundigen konnten, was macht der Forschungsstand, wie geht's weiter und wie können wir oder wie schnell können wir auch rechnen mit der Zulassung. Vielleicht noch ein Satz. Ich bin außer Stolz darauf, dass an diesem Standort inzwischen ganz viele internationale junge Menschen arbeiten. Es ist eine Erfolgsgeschichte aus der Grundlagenforschung kommt mit mutigen Forschern, die dann gesagt haben, wir machen diese Ausgründung und dieses Unternehmen ist jetzt wirklich so erfolgreich. Und ich hoffe, dass dieser Impfstoff ganz, ganz schnell zugelassen wird und wir dann tatsächlich auch den Menschen die gute Nachricht geben können, dass es doch ein Ende des Tunnels oder ein Licht am Ende des Tunnels gibt, was das Thema Corona betrifft. Und wir auch wieder entspannter miteinander leben können. Was wir in diesen Wintertagen brauchen, ist Hoffnung. Hoffnung entsteht durch Engagement und natürlich auch durch Innovation. Was wir hier sehen, ist Innovation und Engagement in Deutschland, das zu großartigen Ergebnissen führt, die uns jetzt helfen können, wenn es darum geht, die Covid-19-Pandemie zu bekämpfen und die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land und auch überall in der Welt zu schützen. Aber gleichzeitig ist das auch ein Ort, bei dem wir sehen, welche große Macht technischer Fortschritt und gleichzeitig das Engagement von Männern und Frauen haben können, dass wir viele Krankheiten bekämpfen können, die heute als Schicksal wahrgenommen werden. Und das ist, glaube ich, eine Botschaft, die dann über diese Krankheit hinaus auch für uns alle gemeinsam wichtig ist. Wir können vorankommen und das gelingt eben hier. Im Übrigen vielleicht ist das auch eine Botschaft, die unabhängig von dem, was medizinisch möglich ist, noch wichtig ist. Wir können durch diese schwierige Krise durchkommen als Menschen, die zusammenhalten. Und es wird uns auch gelingen, das hinzukriegen. Und das ist vielleicht auch, was jeder mitnehmen kann, wenn wir jetzt noch so viele Beschränkungen akzeptieren müssen. Aber sie sind gut für uns alle und wir werden das auch gemeinsam hinbekommen. Wir freuen uns sehr über den Besuch der Frau Ministerpräsidentin und des Herrn Vizekanzlers. Es ist uns wichtig, dass wir unsere Innovation, die wir jetzt in Richtung Zulassungsanträge gebracht haben, auch rechtzeitig und komplikationslos zu den Menschen bringen können. Und dafür ist es wichtig, dass wir hier weiterhin zusammenarbeiten, mit den Regierungsbehörden zusammenarbeiten, mit den logistischen Unterstützern zusammenarbeiten, mit den Ärzten zusammenarbeiten, damit dann auch die Impfkampagnen, wenn der Impfstoff zugelassen wird, auch komplikationslos stattfinden können und möglichst viele Menschen Zugang zu unserem Impfstoff bekommen können. Unser Firmenzentrum ist hier in Mainz. Die Firmenzentrale ist hier in Mainz mit all den Forschern, die diese Technologien und diese Innovationen möglich gemacht haben. Wir sind hier 1500 Mitarbeiter hier in Mainz aus 60 verschiedenen Ländern. Wir haben eine sehr breite Forschungsinfrastruktur, sind verwurzelt auch mit der akademischen Forschung, die hier in Rheinland-Pfalz stattfindet. Und es ist für uns überhaupt gar keine Frage, über eine Verlegung des Standortes nachzudenken, sondern wir möchten ja ausbauen. Wir bauen ja hier schon. Wir werden auch in Hechtsheim weitere Produktionsstätten ausbauen, sodass wir zuversichtlich sind, dass wir auch in den nächsten 20 Jahren hier aus Rheinland-Pfalz Innovationen zu den Menschen bringen können.